Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem hoffentlich Lieblingspodcast, dem Problemhunde-Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, warum es immer mehr Problemhunde heutzutage gibt oder einfach Hunde, die Probleme machen und wie wir als Menschen unseren Hunden das Leben etwas einfacher machen können. Und mein heutiger Gast ist die Conny Pin. Die Conny hat nicht nur einen Filmhund, der aus Serien bekannt ist wie Der Wächter oder Soko Donau, sondern ist auch noch die Gründerin der Hundefuttermarke Herosan, die auf Insektenproteinbasis aufgebaut ist. Also sie hat eben kein Fleisch drin, sondern statt Fleisch sind Insekten drinnen. Insektenprotein. Und wir sprechen heute über das Thema Ethik im Hundetraining. Herzlich willkommen, Conny. Hi, servus. Freue mich, dass ich bei der Community von der Sarah heute dabei sein darf und ich hoffe, wir bringen heute interessante Themen auf den Tisch sozusagen. Ich bin schon gespannt. Freut mich auch. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Warum ist dein Hund in Filmen zu sehen gewesen? Wie bist du zu dem Filmtiertrainingsthema gekommen? War Hund generell immer schon deins? Also warst du immer schon so der Hundefan oder hat sich das nach und nach entwickelt? Wie ist das alles so passiert? Also, um einen ganz einen kurzen Rückblick zu machen, angefangen hat es mit so einem typischen Bauernhof-Mischlingshund, der damals bei meinem Reitstall war, beziehungsweise mehrere Welpen. Wir haben uns dann natürlich, meine Schwester, meine Mutter und ich, dazu entschlossen, wir nehmen einen Hund, weil er ist ja so süß und ich wollte schon immer einen Hund haben. Wir haben ihn dann 2 Monate geschafft, zu Hause zu verstecken, ohne dass mein Vater mitbekommen hat, weil Der er immer muss gut meinte, trainiert gewesen sein, dann schon in den 2 Monaten, wenn er nicht nein, aufgefallen ist. überhaupt nicht. Er war nur Gott sei Dank nicht viel zu Hause und beruflich. Ah, okay. Und da war es ein leichtes. Aber die Prämisse war immer, wenn du einen Hund hast, dann musst du Hundeschule gehen. Und so hat das, unter Anführungszeichen, ganze Übel angefangen. Bin dann Hundeschule klarerweise gegangen, die nächste Hundeschule, die es bei uns eben gegeben hat. Und habe mich da halt raufgearbeitet, bis zur WM mit verschiedenen Hunden und so weiter. Und durch Zufall, da ich in der Tierarzt-Community schon sehr lange unterwegs bin, habe ich einen Filmtiertrainer kennengelernt. Und die Tierärztin hat von mir schon immer viel Gutes erzählt, beziehungsweise von meinen Hunden, weil ich ja spezialisiert bin auf belgische und holländische Schäferhunde, davon auch 3 Besitzer im Gesamten. Und da die so brav sind, und dann hat er mich mal angerufen, er würde einen Schäferhund brauchen und er hat schon so viel Gutes gehört, ob ich da nicht mal mitmachen möchte aus Interesse. Ja, ich habe mir das Drehbuch dann schicken lassen und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich für den Anfang relativ einfache Sachen und so hat das Ganze dann begonnen. Und auch dazu muss man sagen, am Filmset arbeitet man mit Personen, die nicht hundeaffin sind, auch Hauptdarsteller. Das heißt, man muss auch da mal ein Band knüpfen. Und das Allerwichtigste ist, nicht nur das zu machen, was der Regisseur möchte. Weil auch Regisseure oft nicht wissen, dass Tiere nur begrenzt eine Kapazität haben, wo man sie einsetzen kann für einen Dreh, aber sie dann wieder rausnehmen muss, weil sie eine Pause brauchen. Und das sogar sehr viel. Und auch nicht alles machen können, was gerne gewünscht wäre. Das sind so eigentlich die Punkte, wo man als Filmtiertrainer wirklich ein Auge drauf haben muss. Also für das Tier zu arbeiten und nicht für einen Film, wenn man das schon. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du arbeitest quasi im Film, also diese ganzen Tricks, die der Hund dann macht. Im Endeffekt sind es ja Tricks, auch wenn es jetzt Kommandos sind, Kommandos, Tricks, alles über positive Bestärkung. Wie machst du es dann mit dem Ja. Alltagstraining? Also, wie siehst du das Thema Alltagstraining? Machst du da auch alles rein Also. positiv oder auch mit Grenzen? Wie siehst du das? Also da muss ich ehrlich sagen, da gibt es Grenzen. Punkt. Weil es gibt ein Ja, es gibt ein Nein und das wird konsequent durchgesetzt. Das ist eine reine Erziehungssache. Warum bin ich da vielleicht so? Ich habe mich im Laufe meiner Hundetrainerkarriere auf wirklich schwerst aggressive Hunde spezialisiert. Unter anderem auch Hunde, die auch Kinder getötet hatten. Oder Erwachsene wirklich schwer verletzt haben. Und ich muss schon sagen, da ist es rein nur mit positiver Bestätigung, es funktioniert nicht. Man muss Grenzen setzen. Man muss ein Nein auch durchsetzen und nicht ein Vielleicht daraus machen. Und wenn man das aber von klein auf bei Hunden konsequent schon durchzieht, sage ich jetzt einmal,
dass man Grenzen setzt, ganz einfach, dann hat man wirklich ein entspanntes Leben mit seinem Hund in weiterer Folge. Du machst aber jetzt selbst nichts mehr als Hundetrainerin, oder? Du machst jetzt rein die Hundefuttermarke, soweit ich das verstanden habe. Also Hundetraining nicht mehr wirklich. Ich werde jetzt nur mehr bei ganz kritischen Fällen oft dazugerufen, damit ich mir einen Hund anschaue, was meine Einschätzung ist dazu. Eher Trainer kommen auf mich zu und fragen mich. Ja, mache ich so noch gerne, aber natürlich die Firma nimmt jetzt sehr viel Zeit ein, dadurch ich viele Projekte habe wegen dem Hundefutter mit Insektenprotein, weil auch das hat sich daraus ergeben, da ich schon lange aus der Veterinärmedizinbranche komme, viel in Schlachthäuser zu tun hatte, unter anderem auch selber in der Landwirtschaft aufgewachsen bin, mehr oder weniger, und ich gesehen habe, was da alles so passiert an tatsächlichen Tierleid. Und wenn man da mal in die Tiefe gräbt, wie das Ganze funktioniert, von Export, Import, vom Fleisch und der Tiere, habe ich mir gedacht, da muss es doch eine Alternative geben, die gleich hochwertig ist, dass das Tier auch versorgt ist, aber auch einen irrsinnigen Nutzen hat für das komplette Ökosystem. Ja? Und so bin ich auf Insekten gestoßen. Und Studien belegen das ja mittlerweile, dass Insekten absolut super verdaulich sind und auch verträglich. Also kommen wir dann nachher eh noch gleich. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Tiertrainings-, Filmtraining, Thema. Es ist ja im Film, gerade wenn man sich jetzt so romantische oder romantisierte Filme anschaut, wie jetzt Lassie oder sowas, die Klassiker, es ist ja alles immer perfekt. Oder Rex, oder egal, Kommissar Rex, was auch immer. Es ist ja alles immer ganz perfekt, perfekte Szenen. Und das Gleiche sehen wir auch auf Social Media immer mehr. Es ist einfach alles heile Welt, man sieht nur mal schöne Szenen. Wie wirkt sich das aus deiner Sicht aufs Hundetraining aus? Weil ich Es habe ist das eine Gefühl, man möchte Katastrophe. nichts mehr Unperfektes sehen. Entschuldigung. Na, du hast auch recht. Und ich sehe das auch sehr kritisch, weil die Realität ist so nicht. Das widerspiegelt absolut nicht die Realität. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit auf dem Filmset, es gibt Szenen, die drehen wir 15 bis 20 Mal, bis das so ist, bis der Regisseur sagt, ja, jetzt ist es perfekt, jetzt passt es für ihn. Und allein für eine Szene, die jetzt so lange dauert oder so viele Wiederholungen braucht, brauchen wir auch bis zu 2, 3 Stunden, diese 15, 20 Wiederholungen, weil der Hund immer wieder Pause inzwischen braucht. Wahnsinn, ja. Und so wie es jetzt derzeit überall dargestellt wird, muss sagen, Entschuldigung, ich habe mal nachgerechnet, ich habe bis zu meiner Beendigung der aktiven Karriere 368 Hunde gearbeitet. Und ich muss ehrlich sagen, zu über 90% ist das Problem immer das Ende der Leine, und zwar der Mensch. Und es funktioniert nicht, das Leben ist nicht nur schön, und so funktioniert Hundetraining auch nicht. Die Leute sind oft ganz schockiert, wenn sie mal eine nicht perfekte Szene sehen, wenn der Hund mal in die Leine reinspringt. Weil das ist man nicht gewohnt auf Social Media mehr, dass man sowas sieht. Wenn ein Hund mal die Krise bekommt. Aber ein ängstlicher Hund bekommt halt mal die Krise. Das gehört einfach dazu zum Lernen. Der Weg aus der Angst wird durch die Angst hindurch. Die Leute Richtig, genau kennen das aber so. nicht mehr von Social Media. Ja, und das ist das Problem, was immer nur hergezeigt wird oder viele von der Theorie sprechen, aber selbst in der Praxis noch nie mit solchen Tieren, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, gearbeitet haben. Und ich bin sehr traurig. Vermenschlichen ist schön und gut. Ja. Ich liebe meine Hunde auch, die schlafen auch bei mir auf der Couch, die schlafen auch bei mir im Bett. Ja, so ehrlich bin ich, das gebe ich auch zu, weil das die Bindung auch irrsinnig fördert. Ja, okay. Aber man muss trotzdem Grenzen setzen. Ohne Grenzen geht es nicht. Und so funktioniert leider Gottes auch die ganze Welt. Jetzt, wir leben in einer Welt, wo es einfach modern ist, rein positiv unter Anführungszeichen zu trainieren, keine Grenzen zu setzen, sowohl bei Hunden also wie auch bei Kindern. Und zum anderen gibt es aber, da switchen wir jetzt gleich im Thema ein bisschen, zum anderen gibt es aber immer mehr Massentierhaltung. Also Leute kriegen die Krise, wenn ein Hund ein Halsband oben hat und dann mal kurz reinspringt, weil er sich kurz schreckt oder fürchtet. Andererseits kippen wir dem Hund irgendwas ins Hundefutter, also in den Napf rein, irgendein Hundefutter, was durch halb Europa gekarrt wurde, bei 40 Grad im Transporter drin wahrscheinlich, unter massivem Stress geschlachtet wurde. Was sind da deine Gedanken dazu? Wieso gibt es diese extreme
Diskrepanz zwischen diesen zwei Welten. Also zum einen kriegen wir die Krise, wenn irgendwas nicht ganz perfekt ist. Zum anderen ist das andere aber komplett egal. Wie kommt das? Was sind deine Gedanken da dazu? Ja, ich denke, ich meine, die Menschheit macht sich schon immer wie mehr Gedanken darüber. Und leider aber nicht das Bewusstsein, wo kommt das kommerzielle tierische Protein im Futtersack tatsächlich her? Wie kommt das zustande? Nur weil Österreich zum Beispiel draufsteht auf der Verpackung, heißt das nicht, dass das Tier in Österreich großgezogen wurde und und das Leben lang in Österreich gelebt hat bis zur Schlachtung. Das ist ja ihr Glaube. Es steht ja sogar oft drauf, dann im Kleingedruckten verpackt in Österreich. Ja, genau. Und dann darf man schon mehr oder weniger so Und die deklarieren. ganze Packung ist rot-weiß-rot Österreich, ja. Aber leider Gottes passiert auf diesem Weg sehr viel Tierleid. Auf der anderen Seite verstehe ich es, ja klar, wir müssen unsere Tiere ernähren. Das heißt, ich bin jetzt nicht so der Typ, dass ich sage, oh mein Gott, ihr dürft eure Hunde jetzt nur mehr Insektenprotein geben. Bitte, so bin ich überhaupt nicht, weil ich verstehe jeden Ansatz, auch ob jemand paft, ob er Trockenfutter gibt, bitte soll jeder machen, wie er glaubt, solange es dem Hund entspricht und der Ernährungsphysiologie, was der Hund jetzt gerade braucht, ja. Aber ich denke, wir sollten uns schon Grundgedanken darüber machen, wo kommt das tierische Protein tatsächlich her, das im Hundefutter ist. Und wenn ich das jetzt ganz weit spinnen würde, das ist schon, manche würden es für verrückt bezeichnen, warum versuchen wir nicht, dass Insektenprotein das Standardgrundfutter wird, so für den Großteil der Hunde, und die anderen kommerziellen tierischen Proteinquellen dann wieder eher eine Berechtigung haben, wie zum Beispiel für Allergiefutter. Nur Ja, dieser Wandel wird wirklich Jahrzehnte dauern. Das geht nicht innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Aber so würde das tierische Protein wieder aufgewertet. Und die Frage ist immer, wo kommt es her, was drin ist. Und ich glaube, da sollte man sich wirklich Gedanken machen, weil wenn man das wirklich selber mal gesehen hat, wie es diesen Tieren geht auf diesen Transportern, die wirklich lange Wege unterwegs sind, also das ist ein Wahnsinn. Also für mich ist es ein Wahnsinn, wo ich sage, ich verstehe es nicht, warum man ein Tier nicht in der Destination schlachten kann, wo es herkommt, dort aufarbeitet und gefroren oder tiefgekühlt dann weiter verschifft oder transportiert in die Länder, wo der Export dann halt stattfindet. Warum geht das nicht? Wir würden uns so viel Tierleid ersparen. Ja, Aber Geld. ja, die Lobby ist halt eine andere, die dahinter steht. Ja. Ja, wenn man sich überlegt, wie halt, weiß nicht, ob du schon also ich habe schon mit Schweinen gearbeitet, mit Kühen gearbeitet, mit allen möglichen Tieren gearbeitet. Meine Hühner können Tricks, ja. Es ist wirklich schlimm. Also mein eines Huhn, die Eggnog, wie ihre Schwester gestorben ist. Ich habe geglaubt, die stirbt jetzt auch. Die ist nur mehr aufgeplustert, mit dem Kopf hängend in der Ecke gesessen, hat komplett getrauert. Und wenn man sich überlegt, dass man so soziale Tiere und Schweine, es kommen an Hunde ran von der Intelligenz her. Kühe. Ich sehe jetzt nicht so einen Unterschied zu Pferden vom Training her. Dass man sich so soziale Lebewesen einfach halt mit denen irgendwie dann umgeht, aber eben dann die Krise bekommt, wenn man einen Hund ein Halsband oben hat, ist eigentlich ziemlich verrückt, ne? Ja, genau. So sehe ich das auch ein bisschen, weil wir hatten in der Landwirtschaft auch Schweine und ich hatte auch einen Ochsen. In meiner Familie war das auch so, dass wir Tiere aufgezogen haben und die wurden geschlachtet und aber komplett aufgearbeitet, ja, die Tiere zu 100%, da wurde alles verwertet. Und die Prämisse war immer, und das ist bei mir heute auch noch so, den Tieren muss es gut gehen. Von der Aufzucht bis zum Tag der Schlachtung soll es den Tieren gut gehen. Weil ich bin jetzt auch kein Vegetarier oder so, gebe ich ehrlich zu, aber wenn ich Fleisch esse, dann bewusst. Und im Gegensatz zu den Insekten, da ist Massentierhaltung wieder in Ordnung, weil die brauchen die anderen Tiere, ihre Kumpanen sozusagen, damit sie die Wärme erzeugen können, die sie brauchen zum Leben. Das heißt, hier ist Massentierhaltung sogar in Ordnung. Ja, genial, ja. Und Und deshalb sind sie auch sehr interessant, weil die Schlachtung auch super gut im Verhältnis stattfindet, wie im Vergleich zu einem Nutztier, zu einem kommerziellen. wie werden die Mehlwürmer geschlachtet, Kopf ab Also einzeln, die oder wie funktioniert das? Nein, man muss sich das so vorstellen, sogar eine Insektenzucht, so her gesehen, egal ob es jetzt die Hermetia ist oder der Mehlwurm,
braucht er mal einen Amtsveterinär. Auch hier gibt es Amtstierärzte, die draufschauen vor der Schlachtung sozusagen. Okay. Aber bei diesen Tieren ist es tatsächlich so, die werden in einen imaginären Tiefschlaf, Winterschlaf versetzt, bei den Mehlwürmern zum Beispiel. Und die wachen dann einfach nicht mehr aus dem Winterschlaf auf. Ja. Also das ist eigentlich, besser geht es gar nicht. Und dann gibt es noch die zweite Variante, die ist entweder durch Schockhitze. Also Okay. durch so einen Hitzeschock, dass die auch sofort tot sind. So Okay. wird Schlachtung zum Großteil bei Mehlwürmern und Soldatenfliegenlarven durchgeführt. Das heißt, der ganze Transport fällt weg wahrscheinlich, oder? Weil die Ja. werden gleich direkt dann vor Ort eingefroren. Sie Genau. merken es nicht, ja. Genau. So ist das, so wie wir das jetzt auch machen, ein Projekt haben aus einer hundertprozentigen Kreislaufwirtschaft aus Österreich, auch mit der Insektenzucht, dass auch das Futter, die Lebensmittel, die Insekten bekommen, aus Österreich bezogen werden, hat das natürlich einen super, super Kreislauf und man hat nicht irrsinnig viele brutale Transportwege zusätzlich noch dazu, wenn wir das jetzt auch noch betrachten. Ja, genial, ja. Und ich muss auch sagen, so jetzt wie die Mehlwürmer, sie sind einfach brutal lecker. Was sind sie? Sehr gut, lecker. Du isst sie Auch auch. für Menschen. Ja. Oh. Okay. Ja, ich muss sagen, hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du bist verrückt, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man sich dann lang damit befasst und sich das anschaut, und dann habe ich es wirklich mal probiert und ich war so positiv überrascht. Das, Es ist ja das nur ist wie Popcorn Sozialisierung oder im Endeffekt. In anderen Ländern ist das ganz normal und es ist genauso also verrückt. Es ist man könnte auch sagen, boah, es ist komisch. Ich bin Vegetarier, zu 90% Veganer. Es ist auch eine verrückte Vorstellung, jetzt meinem Huhn den Flügel abzureißen, die wir dann abzumachen, Ding zu kochen und reinzubeißen. Es ist ja nur eine Frage der Sozialisierung. Wie bin ich aufgewachsen? Was ist normal für mich? Ja, genau so ist es. Aber trotzdem sollten wir uns schon bewusst sein, dass sich etwas verändern sollte. So einer für sich selbst in seinem Rahmen des Möglichen etwas verändern kann, was die Ernährung betrifft, dass man einfach bewusster mit gewissen Dingen umgeht. Ja. Und ich glaube, das sollte schon den Fokus haben, weil ich füttere jetzt meine Hunde zum Beispiel seit 3 Jahren Insektenprotein, Hundefutter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Nachteil gesehen. Weil ich habe auch immer wieder jährliches Blutbild gemacht, um auch zu schauen, wie verändern sich die Parameter oder ist sonst irgendwas. Und ich muss sagen, also den Hunden geht es richtig gut damit. Und sie fressen es auch gerne, das muss ich auch sagen. Und du hast das Futter, Aber glaube ich, auch mit Tierärzten zusammen entwickelt, oder? natürlich, genau. Ja, also es ist nicht, dass du jetzt nur seit 3 Jahren deine Hunde fütterst, sondern das ist halt auch. Nein, nein, man muss ja ernährungsphysiologisch das alles abgedeckt haben, weil da Ja. gibt es ja natürlich auch Richtlinien, Standards, an denen man sich halten muss. Das ist auch immer wieder, was bekrittelt wird bei Trockenfutter, sind Konservierungsstoffe drinnen, etc., künstliche Vitamine. Aber ich muss ehrlich sagen, es wäre anders gar nicht möglich, dass man zum Beispiel diese synthetischen Vitamine dazu gibt. Es sind ja auch unterm Strich nur Vitamine. Aber würde man ein Futter gerne so füttern, dass es rein nur aus Pflanzen, Obst zusammengepresst wird, dass man auf diesen Vitamin- und Mineralhaushalt kommt, den die Tiere benötigen, würden wir das gar nicht schaffen. Jetzt Okay. im Trockenfuttersegment. Das Okay. wäre fast nicht möglich, also möglich wäre es schon, aber nicht finanzierbar, auch nicht für den Tierbesitzer. Okay. Und im Feuchtfutter ist es möglich Also oder es nicht? hat beides immer was. Nicht einmal im Feuchtfutter ist es möglich. Okay. Weil Also man ohne könnte nur warm. Konservierungsstoffe hast du die Haltbarkeit eben nicht. Ja, zum Beispiel. Auch der Affen ist eine eigene Wissenschaft, weil nur die rationalen Futterpläne, wo man eintipselt in ein Programm und das dann rausschmeißt, was dein Hund zu fressen bekommen sollte, ist nicht ganz optimal, weil wenn man es ganz genau nimmt, sollte man immer wieder Blutproben machen, was fehlt meinem Hund, was braucht mein Hund und das auch immer wieder optimieren und anpassen. Ich habe da einige Profis, mit denen ich zusammenarbeite, die BAFen. Also die haben das wirklich wissenschaftlich studiert und auch Praxiserfahrung. Und die sagen selbst, BAFen ist wirklich eine eigene Wissenschaft. Und das ist nicht nur, ich püriere Gemüse oder ich gebe Fleisch. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und deshalb finde ich
Fütterung generell sehr interessant. Und deshalb sage ich auch immer, ich würde nie jemandem einen Vorwurf machen, wie er seinen Hund füttert, Ja. weil ich alle Seiten verstehen Ja. kann. Und es gibt ja in der Wissenschaft auch einfach viele Sachen, die sich wieder gegenseitig widersprechen, Studien, Gegenstudien. Es gibt kein, das ist korrekt, man weiß es nicht. Wir sind jetzt auch gerade in Spanien und waren letztes Jahr in Rumänien und fahren jetzt wieder nach Rumänien. Und wenn man mit den Hirten spricht, ist auch ganz interessant, weil die füttern halt zu einem großen Teil einfach Kartoffeln, Maisbrei, Hirsebrei, also alles, was halt billig ist. Ja. Ein bisschen Ja. Schlachtabfälle, wenn es halt mal passt, aber im Grunde ernähren die Hunde extrem kohlenhydratereich zum Beispiel. Sehr, sehr Richtig. geringer Fleischanteil. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie alt diese Hunde werden und wie alt die Hunde werden in Ländern wie Österreich, Deutschland und so weiter, so ein riesiger 60, 70 Kilo Herdenschutzhund, der wird in Österreich 8 Jahre, 9 Jahre. Und ich habe auch Kunden, die bemühen sich wahnsinnig toll mit Futter und Barfen und oder hochwertiges, tolles Futter. Die Hunde werden nicht alt. Die Hunde von den Schäfern, die werden 14 Jahre alt oft, 15 Also Jahre. ich Es ist immer ein kann bisschen nur von schwierig zu meinen sagen, eigenen. weil sie oft nicht so genau wissen, wie alt die Hunde sind, aber 14, 15 Jahre werden die schon. Ja, was kann ich dazu sagen? Meine älteste Hündin, die ich leider Gottes vor 2 Jahren einschläfern habe lassen müssen, ist war 18. Aber wie habe ich die gefüttert? Die hat einfach alles bekommen. Wenn Ja. ich Pizza gegessen habe, hat sie Pizza gekriegt. Wenn da was überblieben ist, hat sie das genauso gekriegt. Sie hat diverseste Futtersorten gekriegt. Sie hat Trockenfutter, Nassfutter, sie hat einfach alles bekommen. Aber das heißt auch, der Hund war von klein an mehr oder weniger es gewohnt und der Ja. Magen-Darm auch. Und ich glaube, hier haben wir ein kleines Problem, weil wir zu zielgerichtet das handhaben. Ja. Die Hunde keine Möglichkeiten mehr geben, dass sie sich auch selber abhärten können, ja. Ja. Wenn du unterschiedliche Dinge zu fressen gibst. Natürlich, wenn ich schon einen Hund habe, der Probleme hat, ist es eine ganz andere Sache. Aber Ja. vom Grundprinzip her können sie so ziemlich alles fressen. Und ich handhabe das auch heute noch so, auch wenn meine Hunde als Grundnahrung Insektenprotein bekommen, als Standardfutter, bekommen die aber genauso noch Knochen, wenn von der Suppe was überbleibt, wenn vom normalen Essen was überbleibt, bekommen die das genauso auch auf den Teller. Ja, mache ich auch ähnlich. Also ich fütter zum einen dein Futter, Herr Rosan, zum anderen Tails and Tails, also eine Hundefuttermarke mit ausschließlich Freilandhaltung, und einfach alles, was wir halt essen. Wie du sagst, Pizzarand, Reis, zu viel gekocht, kriegt der Hund. Ja. Und Ja, richtig. was ich aber auch oft erlebe, ist, das finde ich auch ganz spannend zum Thema Futter. Ich kenne ja oft Hunde, die auf der Straße gelebt haben, die dann vermittelt werden. Und das Spannende ist ja oft, dass Hunde, die auf der Straße gelebt haben, die auf Müllhalden gelebt haben, also wirklich alles, 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 alles gefressen haben, plötzlich dann komplett hochallergisch sind auf alles Mögliche. Und ich sehe das oft, wenn Hunde sehr hektisch, sehr aufgeregt sind, dass dann oft Allergien kommen. Vielleicht hast du die Erfahrung Ja. auch gemacht. Und dann aber auch das Ja. weggeht wieder mit Training tatsächlich. Also mit Training gehen nicht immer, aber teilweise wirklich Allergien weg oder zumindest zurück, wenn die entspannter werden. Ja, das Problem ist auch, wenn Tiere gleich wie wir Menschen einer erhöhten Stressphase ausgesetzt sind, brauchen wir mehr Vitamine und Mineralstoffe. Unser Körper zieht dann einfach mehr davon, auch von den Aminosäuren. Und normalerweise würden Tiere in dieser Zeit einen erhöhten Aminosäurenbedarf haben oder an Vitaminen, die man zufüttern sollte in Ja. dieser Zeit. Weil es ist bekannt dafür, dass B-Vitamine und so wie auch Tryptophan zum Beispiel wirklich Aminosäuren sind, die dem Körper und dem Organismus helfen, damit dass man mit Stress besser klarkommt. Und das wird auch oft vergessen, der Weg über die Fütterung, dass auch das sein kann, wenn es eine Unterversorgung gibt, dass der Stress eher ausgelöst werden kann, dass sich die Tiere da schwerer tun damit. Stimmt, Da ja. kann man auch so unterstützen und natürlich durch Training und so weiter, wenn der Hund wieder lernt, ich brauche keinen Stress, dann geht es ihm auch wieder besser, Ja. weil er wieder runterfährt vom Stress. Ja. Also die Beobachtungen habe ich auch gemacht, was Allergien betrifft. Und dass ein Hund nicht unbedingt immer eine Allergie haben muss, sondern dass er auch ehrlich gesagt einfach eine Entgiftung reichen würde zweimal im Jahr von den Organen, Leber und Niere. Ist oft schon ausreichend. Weil man muss auch bedenken, Hunde sind ein bisschen kleiner wie wir und die bewegen sich in einer anderen Sphäre von der Luft her. Wenn wir jetzt von Abgasen und Co. reden in der Stadt und so weiter, oder auch was sie eben zu fressen bekommen, dass hier auch der Stoffwechsel ein bisschen gestört ist. Ja.
Ja. Verstehe schon, Also ja. Fütterung ist wirklich irrsinnig komplex. Ja. Und hier kann man nicht sagen, das eine ist für alle gut. Also ich glaube, das wäre einfach eine Lüge. Ja. Und ich kann auch sagen, was habe ich noch gelernt? Sei jetzt mal bei so bissig stressigen Hunden, wenn die ihr Endokannabinoid-System zum Beispiel wieder auffüllen, weil ich ja seit 2017 auch mit Hanf intensiv forsche, und das mit Tryptophan zum Beispiel kombinierst, dann hast du wirklich so, dass der Hund überhaupt die Möglichkeit hat zu lernen, dass er keinen Stress haben muss. Und das kann man dann auch wieder weglassen. Das heißt, in dieser erhöhten Stressphase kann man auch so unterstützen zum Beispiel. Ja, spannend. Aber Ja, es es ist halt. macht eben, es ist halt wie bei allem, ja. Training ersetzt nicht den Tierarzt, der Tierarzt ersetzt aber auch nicht immer das Training. Also wie beim Thema Richtig. Kastrieren und so weiter, ja. Eine Kastration Richtig. ersetzt kein Training, Training aber auch nicht, wenn der Hund wirklich hormonelle Probleme hat oder eben in dem Fall halt Stress, Aminosäuren fehlen, macht total Sinn, Ja. 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 Und das, was auch ist, da möchte ich dich fragen, ob du das schon mal erlebt hast, weil du viel auch mit ängstlichen eben Straßenhunden zu tun Ja. hast. Es ist ja auch, es gibt genetisch tatsächlich auch Hunde, wo sich das Hirn nicht völlig ausentwickeln hat können und deshalb das Tier gar nie in der Lage sein wird, ein normaler Hund zu sein. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Es gibt halt sehr viele Hunde, gerade in Ländern wie zum Beispiel Rumänien. In Rumänien gab es ja eine, sie nennen Säuberung-Aktion, wo sie zwischen 2014 bis 2017 haben sie Ja, oh ja. 90% der Straßenhundebevölkerung ge getötet. Und ich war mal als 10-jähriges Kind dort und war jetzt eben wieder mal dort. Und es sind immer noch viele Hunde, richtig viele Hunde im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, aber es sind einfach ein Bruchteil von den Hunden, die ich damals gesehen habe. Und was ist halt passiert damals? Es sind einfach eben 90% getötet worden. Das heißt, welche Hunde haben überlebt? Die scheuesten, die ängstlichsten. Ja? Jetzt haben wir zum einen Epigenetik, zum anderen einfach generell Genetik. Und wenn ich halt, wenn sie halt immer über Generationen hinweg dann immer die scheuesten vermehren, weil es doch viele Hundefänger gibt, ja, was setzt sich durch? Die ängstlichsten, die scheuesten. Und dass so ein Hund, der halt genetisch, du hast ja im Endeffekt dann fast schon wieder ein, ja, es ist so eine Mischung aus Wildtier und domestiziertem Tier, weil es bildet sich halt zurück, die scheuesten, die am wenigsten Menschen zu tun haben wollen, die überleben halt. Und dass so ein Hund dann natürlich immer eine gewisse Sensibilität hat und dass man immer sehr dranbleiben wird müssen an dem Thema, ist klar, ja. Also wenn du ein Zebra trainierst, ja, Weil, ein Zebra kannst du oh auch zum ja. Reitpferd aus, also zum Reitzebra ausbilden, ja. Ja. Aber es wird einfach nie ein mega, mega super entspannt, verlässliches, angenehmes Haflinger Reitpferd werden. Es bleibt Ja, immer ein Zebra. Und beim Hund und das da Gleiche. Es, ja, bleibt halt immer stellt ein sich mir eben die Zebra. Frage, ob solche Hunde, ob es klug ist, solche Hunde, wenn die mal eingefangen werden, wie auch immer, ob es klug ist, diese in eine Stadt zum Beispiel zu integrieren, in eine Wohnung. Ja, es kommt auf den Hund an. Das ist die Frage, die sich mir persönlich stellt. Ja. Ja, ich sage Weil immer, dann alles habe ist ich besser als das schon Tierheim, gell? wirklich, Also Tierheim ist so viel Stress. Und man kriegt die Hunde auch mit Training oh ja. zu 90% recht gut hin. Es ist einfach mehr Training als bei einem Hund, der einfach generell entspannt ist. Ja. Ist immer die Frage, möchte ich Ja. diese Energie ins Training reinstecken oder nicht? Einfacher ist es am Land, wo der Hund einfach sich nicht fürchtet vor großartig vielen Dingen. Das ist klar. Ja, das ist ja auch oft das Thema, Tiere trainieren, also Tierbesitzer haben ein Problem, melden das Problem, sage ich jetzt mal. Aber was mir aufgefallen ist, jetzt in über 20 Jahren im Hundetraining, das Durchhaltevermögen der Tierbesitzer. Ja. Dass das oft wirklich nicht gegeben ist, dass, wenn sie ein Problem haben, da auch wirklich hartnäckig dranbleiben. Und da tut es mir leid oft, weil man dann wirklich mit Rückschlägen dann oft kämpfen muss und die Tiere dann auch meistens abgegeben werden. Ja. Also habe ich schon so einige Erlebnisse gehabt in dem Ja, da Zusammenhang. sind wir wieder beim Thema richtigen Hund aussuchen. Also ich erlebe das oft, dass Leute halt sagen, ja, ich möchte halt einen Hund haben. Der sollte möglichst Schlappohren haben, helle Flecken und, oder sie sagen es nicht, aber sie suchen sich halt genauso einen Hund aus. Und ich sage Ja. ihnen dann, aber schau mal, du wolltest doch einen Hund, der entspannt und ausgeglichen ist. Für den Hund weißt du es nicht. Ich kann dir aber sagen, den Hund, den ich hier vor mir sitzen habe, der ist genauso in diesem Tierheim, dort und dort, in dem Land. Nimm dir diesen Hund, dass du wirst mit dem nie ein Problem haben, weil der perfekt zu deinem Leben passt. Nehmen sich einen anderen. Und das ist so schade, weil es gibt so viele Hunde, die ja auch sehr einfach sind.
Und Leute nehmen sich dann Hunde, die aber entweder schwierig vom ganzen Charakter her sind oder einfach überhaupt nicht zum Lebensstil passen, woanders viel besser hinpassen würden. Und Ja, nur an optischen Merkmalen halt. ja, ich habe einen Fall, der ist mir wirklich, wirklich in Erinnerung geblieben. Vor allem, ich bin auch heute noch natürlich mit der Besitzerin in Kontakt, wo man sieht, wie kann Erziehung oder Ausbildung schiefgehen, aber auch positiv enden. Ich habe einen Anruf bekommen, junger Hund, also circa fast ein Jahr, attackiert die Besitzerin selbst, belgischer Schäferhund, wohlgemerkt wieder. Und sie hat schon blaue Flecken überall und ob ich mir den Hund nicht anschauen mag. Dann habe ich zuerst Jugendverhalten, der Klassiker, dann habe ich telefoniert mit ihr und sage, ja, ob sie denn Hundeschule gegangen ist von Anfang an. Ja, sie war Hundeschule von Anfang an. Ich denke, interessant. Dann habe ich sie eingeladen zu mir. Dann sind wir draufgekommen, dass sie die Wurfschwester sogar von meiner Hündin hat, die ich habe. Und dann habe ich gearbeitet mit ihr und im Endeffekt habe ich dann hinterfragt, die hat gelernt von Anfang an, von Welpen weg und als Junghund, negatives Verhalten einfach ignorieren. Positives Verhalten gibt es ein Leckerli. Und wenn es böse ist, da sagen wir einfach nichts. Und was ist passiert? Alter, die hat wirklich blaue Flecken gehabt. Die hat ausgeschaut. Die hat auch fremde Leute versucht zu attackieren. Auch mich bei der ersten Besichtigung. Mittlerweile hat die Prüfungen gemacht bis zu IGB 2. Der Hund ist wieder führbar. Alles wieder in Ordnung. Aber das war wirklich 2 Jahre intensives Training mit diesem Hund. Um das wieder rauszubekommen, was sich mehr oder weniger in der Prägephase und in der Jugendphase festgesetzt hat. Ja. Ich war eigentlich nur schockiert, dass in der Hundeschule gesagt worden ist, unerwünschtes Verhalten ignorieren wir einfach. Weil das kann bei solchen Hunden richtig schief gehen. Und ich habe es gesehen. Also ich habe das auch mit Fotos dokumentiert, da hat sie mit, die hat sie mir auch alle zugeschickt. Und das war wirklich ein Hund, nicht weil er Angst hatte, nein, er hat gesagt, ich will das nicht und wenn du jetzt da dich entgegenstellst, dann beiße ich dich einfach, weil ich weiß, dass ich dann weil du bist das ist zu ja auch schwach. Oft was halt sehr oft gesagt wird, wenn ein Hund knurrt oder wenn ein Hund beißt, dann hat man als Mensch schon so viele Beschwichtigungssignale übersehen. Aber es gibt nicht nur Hunde, die aus Angst beißen, es gibt auch Hunde, die einfach beißen, weil sie halt nicht, weil sie halt blöd finden, dass du da stehst. Richtig, genau. Und wie so, reden können sie nicht, so wie wir. Na was, ja. Ja, ignorieren ist halt modern geworden, weil es so nett ist. Aber wenn man sich halt Tiere anschaut, Tiere untereinander ignorieren halt Verhalten, was sie nicht mögen, nie. Und Richtig. das ist halt für Hunde auch einfach schwierig zu verstehen, Genau. Dass das halt dann nicht erwünscht ist, wenn man es nur ignoriert. Ja. Genau, und wenn es dann wirklich mal eskaliert, dass man dann brachial, sage ich mal, mit einer Korrektur oder soll man es Bestrafung, wie auch immer nennt, dann reinfährt, das ist ja nicht gerechtfertigt dann bitte, im Ja. Grunde, wenn man es selber Ja. verkackt hat, wenn man Ja, es so also nennen ewig darf. lang aufbauen lassen, das Verhalten und dann das Ganze korrigieren, ist natürlich nicht fair. Viel fairer ist es, wenn das Verhalten anfängt, zu sagen, hey, nein, möchte ich nicht, fertig. Ja. Und dann braucht sie Genau. auch viel weniger, es geht viel schneller, braucht viel weniger Korrektur und der Hund sagt einfach, ah, okay, magst du nicht. Ja. Und vor allem, das geht auch bedingt mit behinderten Hunden, klarerweise. Also da rede ich jetzt nicht von behinderten Hunden, denen ein Bein fehlt oder so, sondern ich habe ja selbst einen Belgier zu Hause, der versucht wurde, dass er umgebracht wird mit einem Schlag auf den Kopf oder beziehungsweise auf dem Betonboden als Welpe aufgeschlagen wurde. Und er hat eine Zyste im Großhirn, einiges abgedrückt. Das heißt, er lernt zwar nicht so schnell, aber selbst bei so einem Hund geht's. Und auch den habe ich super in die Gruppe integrieren können. Aber auch er braucht Grenzen. Und da darf ich nicht seine Behinderung in den Vordergrund stellen, Ja. die er mit sich Ja. trägt. Würde ein Weil anderer Hund er ja auch nicht machen. richtig, Ein anderer da Hund würde gibt nicht sagen, Mann, du keine bist Richtung. behindert, dann hier mein Knochen. Ja? Der würde trotzdem sagen, Richtig. mein Knochen, geh weg. Richtig, genau. Und wir haben Und ich dieses glaube, Denken. wir müssten uns alle ein bisschen mehr wieder auf das besinnen,
wie Hunde sich untereinander verhalten, generell Tiere sich verhalten untereinander und mehr in die Beobachtung gehen. Ich habe zwar auch schon bei irrsinnig vielen Studien mitgemacht mit meinen Hunden, wo ich mich zur Verfügung gestellt habe, wo sie eben Verhalten mit Besitzer etc. machen, finde ich eine super Sache an sich. Aber es ist natürlich, Theorie und Praxis sind halt, da gibt es halt echt Unterschiede. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die auch Profis sind auf ihrem Gebiet, die wirklich auch mit aggressiven Hunden arbeiten, die erzählen mir hinter vorgehaltener Hand eine ganz andere Geschichte, wie sie offiziell kommunizieren, was wirklich im Training dann abgeht. Aber sie sagen, man kann nicht mehr offen sprechen, weil man dann mehr oder weniger hingerichtet wird durch die sozialen Medien etc. Ich finde es schade, weil dadurch sehr viele Leute, die sich früher solchen Tieren angenommen haben, immer wie mehr zurückgezogen haben und eben nicht mehr mit solchen Tieren und Tierbesitzern arbeiten. Das ist das Resümee daraus, zum Großteil. Und Wissenschaft ist ja auch Nein. immer, Wissenschaft klingt immer so objektiv, aber zum einen gibt es ja, wurscht in welcher wissenschaftlichen Richtung, es gibt eben immer Gegenstudien, es gibt ein, ich sehe es aus der Sicht, ich sehe es aus der Sicht. Und die Frage ist ja auch immer, ich bekomme Antworten auf die Frage, die ich stelle. Wenn ich jetzt die Frage stelle, ich setze einem Hund Grenzen und ich bestätige einen Hund mit Leckerlis. Welcher Hund hat mehr Stresshormone im Körper, was auch immer. Ja, ja klar, der Hund hat, der mit Korrektur erzogen wird. Klar, der hat in dem Moment Stress und der mit Leckerlis gefüttert wird vermutlich nicht. Ja. Also ich habe auch nicht so viel Stress, wenn ich Kekse gefüttert bekomme. Aber und dann kann man jetzt daraus schließen, okay, Korrektur ist böse, man kann ja auch ganz andere Fragen stellen. Man könnte ja auch die Frage stellen, wenn ich jetzt das vergleiche, welche Hormone schüttet der Hund aus, wenn ein Artgenosse ihn korrigiert, wenn ich ihn korrigiert, sind das ähnliche Hormone? Wären andere Antworten wie, das kommt immer darauf an, welche Frage stelle ich, oder ist ein Hund, der mit Grenzen trainiert wird, alltagstauglich als ein Hund, der rein positiv trainiert wird? Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, welche Fragen, hoppla, sitzen nur so auf dem Tisch oben, welche Fragen man überhaupt stellt, und je nachdem, welche Fragen ich stelle, welche Antworten bekommen, und die Fragen, die ich stelle, spiegeln halt mein Glaubenssystem wider. Was glaube ich? Und das ist genau so, wie du sagst, es sind die Fragen, die gestellt werden und wie sie gestellt werden, aus welchem Betrachtungswinkel. Das ist absolut richtig, wenn man die Forschung betrachtet, wobei ich sagen muss, Wissenschaft ist ja super, dass wir sie haben und dass von verschiedenen Blickwinkeln etwas betrachtet wird. Aber was wir nicht verlieren sollten, ist unser Gefühl. Unser Intuition. natürliches Gefühl, die Intuition, um mit anderen Lebewesen zusammenzuarbeiten. Ich war ein Kind, wie ich angefangen habe, mit Hunden zu trainieren im Hundeplatz. Ich war Jugendliche, wie ich angefangen habe, Hundetrainerin zu werden. Ich hatte keine Ahnung von Wissenschaft oder Hundeausbildung. Ich musste das glauben, was mir erzählt wurde. Aber ich habe damals gesehen, für mich, von meiner Intuition her, das kann es nicht sein. Ich glaube es nicht, weil meine Hunde, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, zeigen mir was anderes. Und so habe ich für mich zu hinterfragen angefangen. Viel Hunde beobachtet. Ich bin stundenlang nur gesessen und habe die Hunde beobachtet, wie sie untereinander interagieren und wie sie mit mir in Folge darauf interagieren. Und so bin ich eigentlich zum Hundetrainer mehr geworden und auch, warum ich mich dann auf Hunde spezialisiert hatte, die richtig Probleme machen. Nicht, weil die Besitzer es wollten, wenn ich ehrlich bin, sondern ich habe immer gesagt, jedes Tier hat eine zweite Chance verdient. Weil immerhin ist ja zu über 90% der Tierhalter schuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und warum soll das Tier dann dadurch euthanasiert werden? Weil wir als Menschen einen Fehler gemacht haben. Und das finde ich nicht in Ordnung und das war immer mein Antrieb. Aber mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht mehr bereit, das zu unterstützen. Ich arbeite die Hunde nicht mehr, außer wirklich, wirklich in Einzelfällen, weil mir aufgefallen ist, in den letzten Jahren ist das Verhalten der Tiere oder der Hunde eigentlich schlimmer geworden. Ja, ganz Menschen klar. gegenüber. Weil die Vermenschlichung zu weit geht, meiner Meinung nach. Also was ich beobachtet habe, wenn ich es genau nehme.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Hund im Bett schläft oder auf dem Sofa ist, aber wie wir halt Hunde sehen, Hunde als Babyersatz. Ja. Es ist egal, ob der Hund ro ein rosa T-Shirt an hat oder nicht, aber wie wir mit dem Hund umgehen, ist halt dann das Thema. Ich habe nichts dagegen, wenn man Hunde im Bett schlafen lässt oder aufs Sofa lässt. Nicht mal da, wenn man eben dem Hund ein rosa T-Shirt anzieht oder irgend sowas in die Richtung macht. Aber wir müssen halt Hunde behandeln, wie Hunde behandelt werden wollen. Es reicht, Hunde wollen nicht wie Menschen behandelt werden, Hunde wollen nicht wie Kleinkinder behandelt werden. Ein Hund möchte ja nicht mal das so behandeln. Also es reicht nicht, wenn du den Hund so behandelst, wie du gerne behandelt werden möchtest. Du musst den anderen so behandeln, wie er gerne behandelt werden möchte. Und ein Hund möchte halt nicht wie ein Kleinkind behandelt werden. Genau, und vor allem, dass es auch versteht. Weil Ja. es hilft nichts, ihren Hund zu texten. Er versteht es ja nicht, was wir dann wirklich daraus wollen. Weil wenn ich ehrlich bin, ich rede mit meinen Hunden zu Hause fast nichts. Ja. Das ist alles über Gestik, Mimik, zeigen. Also wir sprechen nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist Ja, alles Hunde bellen sich auch nonverbale nicht den ganzen Tag Kommunikation. an. Hunde machen sehr viel nonverbal. Klar, knurren die mal, klar machen die mal ein Geräusch, aber das meiste ist Körpersprache. Richtig. Und Ja. ich muss sagen, wir haben trotz dessen, dass wir zwei belgische Schäferhunde, einen Holländer haben, die Holländer sind sonst eher die Lauten beim Spielen und so, haben wir aber absolut, bei uns ist totale Ruhe zu Hause. Also man würde es nicht merken, dass wir solche Rassen überhaupt zu Hause haben. Weil es total gemütlich ist. Und ich denke mir doch, dass das Ziel ist für einen Hundebesitzer, dass er ein entspanntes Leben mit seinem Tier hat. Ich verstehe auch, wenn man Tiere unter Anführungszeichen retten möchte, vom Tierschutz etc. Aber man muss sich immer bewusst sein, wo kommt das Tier her, aber nicht im Kopf hängen bleiben, das Tier ist so arm, weil es aus einem Tierheim kommt. Ja, Ich ja. glaube, das ist die falsche Einstellung. Ja, und was beim Hund ankommt, wenn man Mitleid hat, kommt der nur an, weil der Hund merkt, hört er nicht das Wort, mei, es tut mir so leid, dass du das erlebt hast. Beim Hund kommt nur an ein Gefühl von Zuneigung, Liebe, gemischt mit einem schlechten Gefühl, gemischt mit mir als Besitzer, mir als Mensch, geht's schlecht. Und das hilft ja dem Hund Richtig. nicht, wenn er Angst hat. Richtig. Oder wenn Du er. verstehst. Ich glaube, man verstärkt da Ja, natürlich. gewisse Dinge absolut. Dafür muss ich auch sagen, dass das finde ich bei dir auch super, weil ich doch selbst auch immer wieder bei dir reinschaue, weil du es einfach auch auf den Punkt bringst, Danke, freut mich. aus der Praxis, die ich auch selber erlebt habe. Ja. Ich kenne auch viel Theorie, ich habe viel mit Studien zu tun, ich führe selber Studien durch, ich weiß, wie das alles ist, ja. Aber im Endeffekt, die Praxis kann einem niemand nehmen und was man daraus lernt. Ja. Und ich wäre ja eher dafür, schön, dass wir Hundeführerscheine und Co., alles, was es jetzt so gibt, in Österreich zumindest, dass man Hunde halten darf, ist für mich ja ein Ansatz, aber im Endeffekt sollten wir bei diesen Prüfungen eher den Menschen beibringen, anhand von Videos, dass sie wirklich lernen, Tiere zu lesen, Hunde zu lesen. Auf was kommt es an? Wie reagiere ich da, wenn der Hund, was sind Vorzeichen, bevor es überhaupt eskaliert? Oder Ja. bevor ein Hund wirklich in den Panikmodus kommt und so weiter. Weil Hunde zeigen die Hunde schon sehr früh an gewisse Dinge. Ja, klar. Ich glaube auch nicht, dass wir es hinkriegen werden, dass Hunde immer braver werden mit Hundeführerschein und solchen Sachen. Ich glaube, dass es sich trotzdem immer mehr zuspitzen wird, immer mehr Hunde schwierig werden, dass immer mehr Regeln gibt, wie ich kann mir gut vorstellen, dass es in 10 Jahren überall Maulkorbzwang in Österreich geben wird, Deutschland. Aber es wird trotzdem auch das Problem, glaube ich, nicht lösen, zumindest meine Glaskugel-Idee oder Glaube. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass halt immer mehr Regulation nichts bringt, weil was Kinder ja schon in der Schule lernen, ist hinsetzen, Klappe halten, das nachsagen, was der Lehrer sagt, bloß nicht hinterfragen oder wenig hinterfragen, ja. Und keine Selbstverantwortung, wenig Selbstverantwortung. Wir geben gleich, ich habe eigentlich mal Kindergartenpädagoge gelernt, wir geben Kindern irgendwelche Plastikbuttermesser in die Hand zum Apfelschneiden, dass sie bloß sich nicht reinschneiden und bloß
also keine Selbstverantwortung einfach. Ja? Also wir nehmen Ja. alles ab und das Gleiche mit dem Hundeführerschein. Und ich glaube, das Problem ist einfach die Gesellschaft. Also Ja. wie das Schulsystem schon aufgebaut ist, keine Selbstverantwortung, hinsetzen, Klappe halten, zuhören. Und daraus kann dann, wie zeigt sich halt unter anderem im Hundetraining her, dass Menschen halt auch da, ja, sich wenig Gedanken machen, wenig hinterfragen, wenig Selbstverantwortung. Oft, nicht alle. Die, die zuhören, nicht natürlich, ja. Aber ihr beschäftigt euch ja damit. Aber viele beschäftigen sich halt nicht damit, sondern machen einfach nur, was der Nachbar macht, was nimmt sich hin, Ja, weil man es und gerade möchte. das ist auch das Thema, warum ich dann damals eine Firma gegründet habe mit meinen Lebensgefährten, weil ich gesagt habe, ich will es halt auf einer anderen Art und Weise versuchen, gewisse Dinge zu ändern. Ich habe ja auch einen Podcast über die Wirtschaftskammer in Österreich, weil ich da ja zuständig bin, unter anderem auch für die Hundetrainer, die persönlichen Dienstleister. Aber da kann ich nicht so in die Tiefe reingehen, weil wir dann doch ein ganz anderes Klientel ansprechen. Aber im Grunde muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass Hunde Erziehung brauchen. Ganz normal. Und warum sollen wir als Menschen nicht gewisse Dinge hinterfragen? Hätte ich das nie in meinem Leben gemacht, hätte ich nie Fehler gemacht und würde heute nicht da sitzen, wo ich heute bin. Und ehrlich gesagt, aus Fehlern lernt man nur. Und das ist meiner Meinung nach das Beste, was einem passieren kann. Es ist immer nur, was macht man daraus und wie geht man damit um? Und im Endeffekt ist es bei der Hundeerziehung auch so. Jeder sollte sich eines merken: Du wirst deinen Hund nie perfekt erziehen, weil das gar nicht möglich ist. Man kann nicht alles wissen, weil jedes Tier ist individuell, jeder Mensch ist individuell. Und ich kann nicht, dass ich jetzt bei einem Hund zu 100% funktioniert hat, umlegen, zum Beispiel auf den nächsten Hund, den ich mir dann nach Hause hole. Und das sind eben die Dinge, wo ich sage, die Intuition, hinterfragen, warum ist das Tier so oder warum hat es bei dem funktioniert und bei dem nicht. Auch wenn ich zwei unterschiedliche Rassen, keine Ahnung, einen Herdenschutzhund und einen Mali, wenn ich die exakt gleich trainiere, mit den Ja, gleichen Methoden, Katastrophe. bestem Wissen und Gewissen, erstens wird es nicht funktionieren, zweitens werde ich komplett unterschiedliche Ergebnisse haben. Und da sind wir wieder beim Hunde auswählen halt. Ja. Welchen Hund Ja, nehme ich genau mir? so ist es. Ja, es war ja auch lange bei uns so, dass Hirtenhunde einen vollen Boom hatten. Verstehe es nicht, warum, weil diese Hunde haben zum Großteil keine Arbeit bei uns. Also zumindest wurden sie nicht eingesetzt dafür. Und immer wieder flammen in Wellenrassen auf, die dann auf einmal brutal viel verkauft werden, sage ich jetzt einmal. Das heißt, immer wenn ein Film auch kommt mit Ja, ganz Hauptrolle schlimm. von einem Hund, da habe ich jedes Mal Angst, wenn ich ehrlich bin, schon im Vorfeld, bevor der Film rauskommt, weil ich mir denke, und es war wirklich so, da war jetzt eh wieder ein Film, der rausgekommen ist mit dem Mali, ich hatte wirklich Schiss, was danach passiert. Und es hat nicht lange gedauert, nachdem der Film draußen war, ist mein Telefon wieder heiß gelaufen, ob ich denn nicht Plätze wüsste. Und die Hunde waren alle zwischen 6 Monate und einem Jahr, also die erste pubertäre Phase, sage ich jetzt einmal. Und dafür, ich muss ehrlich sagen, ich schaue mir solche Filme auch gar nicht mehr an. Auch wenn ich selbst Filmtiertraining mache. Aber ich habe immer gesagt, mein Hund wird kein Hauptdarsteller sein. Der spielt, wenn dann, eine kleine Nebenrolle. Punkt aus. Und das war es dann. Und das ist eben das, man muss da einen guten Mittelweg finden. Sei es auch den Shiba Inu oder was das für ein Hund war, oder Akita Inu, hat es ja auch einen Film gegeben. Diese Rassen sind explodiert, Ich sind weiß. eigentlich Urhunde, die einen komplett eigenen Kopf Ich haben. hatte sie ständig Jetzt. im Training zu der Zeit. Boah, na, ist das, also da muss ich schon sagen, das war auch für mich zu der Zeit anstrengend, wie diese Hunde aufgebaut sind, im Training, im Kommerziellen. Weil die dann glaubt haben, ich kriege mit so einem Hund, so ein Top-Hund, wie meine Hunde laufen. Und dann habe ich gesagt, da könnt ihr euch gleich mal verabschieden davon, Punkt. Weil der bringt das nicht mit. Aber ja. Okay. Wenn Leute, Sagen wie machst wir so, wir haben weiterhin viel zu tun. Ja, leider. Ich wünschte, es müsste unseren Beruf nicht geben, weil es ist halt ja mit viel nicht so schönen Themen auch verbunden. Also viele Hunde gehen ins Tierheim. Ich kann auch nicht persönlich zu jedem Hund hinfahren. Das geht Ja, einfach das nicht. geht. Ja? Also es gibt einfach zu viele Hunde, zu viele Problemhunde und ich wünschte, es müsste Hundetrainer nicht geben. Ja.
Das heißt, Ja, können, Entschuldigung. ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, geht schon. Können Leute bei dir jetzt noch Trainings buchen? Machst du noch hundetrainingsmäßig was oder machst du nur mehr Hundefutter? Ich mache nur mehr in Ausnahmefällen, wirklich, wirklich Ausnahmefällen was. Aber sonst bin ich wirklich nur mehr mit der Firma eingedeckt, mit der Herosan, weil wir doch viele Projekte machen an Forschungen und auch, dass wir weiterkommen, noch viel weiteres geplant haben, auch im Insektensektor. Also wirklich so kommerzielles Training mache ich nicht mehr. Ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschlossen, dass ich nicht mehr meine Hundeschule weitermache. Die habe ich meiner Kollegin dann übergeben, weil ich gesagt habe, die Problemhunde werden zu viel. Die Leute sind sich dessen nicht bewusst. Ich rede Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Bei jedem Training, wenn ich sie wieder sehe, sage ich immer wieder dasselbe. Dass wirklich etwas verändert wird, war selten der Fall, damit wir weiterkommen. Da hat es nur wirklich wenige Personen gegeben, die auch intensiv zu Hause dann auch gearbeitet haben. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kann mir das nicht mehr mit ansehen, dass Hunde ihre Besitzer sich nicht aussuchen können. Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt vielleicht gemein, wenn ich das sage, aber ich habe oft gesehen, wie Tiere unter ihren Besitzern leiden. Nicht, weil sie geschlagen werden, was, ganz im Gegenteil, nein, nein, aber weil der Besitzer ja der Besitzer war, er gibt mir mein Fressen, aber man hat wirklich gemerkt, dass so eine emotionale Bindung oder überhaupt eine Bindung, eine tatsächliche Bindung nicht da ist und der Hund kein Interesse an den Besitzern hat und die Besitzer es zwar gerne hätten, aber der Hund nicht kann. Und dann mach einmal Hundebesitzern klar, dass sie eigentlich den falschen Hund in ihrer Familie haben. Und das ist in den letzten Monaten immer wie mehr geworden und ich konnte das für mich Okay. nicht mehr vertreten. Das heißt, wenn Nee. Leute das aber Interesse jetzt Und am deshalb habe Hundefutter ich mich haben, dazu. wie. Entschuldigung. Es ist immer ein bisschen, Na, es bitte. überschneidet sich immer. Das heißt, wenn Leute aber jetzt am Weiterzuhören. Hundefutter Interesse haben, wie finden Sie dich da? Wenn das Thema Insektenfutter, wenn Sie da noch mehr wissen wollen dazu, wie finden Sie dich da? Ja, auf der info@herosan.at oder EU, ist egal mit welcher Endung, weil wir sind ja immer greifbar, alles was das betrifft. Also da haben wir wirklich Profis am Werk. Auch irrsinnig schnell antworten in dem Bereich und kann vom Fach kommen und ja Verständnis dafür haben, was Fütterung betrifft. Und das wird man auch merken, wenn man bei uns auf die Homepage schaut, dass man nicht einfach sowas bestellen kann, sondern dass man schon angeben muss, über wen man kommt, weil uns das schon wichtig ist und das nicht nur einfach so, sag jetzt mal, rausschleudern. Weil wir ja auch oft wissen müssen, die Krankheitsgeschichte von einem Hund, damit wir besser unterstützen können, informieren können, was der beste und der einfachste Weg wäre, um gewisses Leiden beim Tier zum Beispiel zu erleichtern. Und unser hauptsächlich arbeiten wir mit Tierärzten zusammen. Ist aber so entstanden, weil wir ja auch im Cannabis-Sektor eigentlich führend sind in der Veterinärmedizin. Okay, also man Weil kann es auch ist unser. CBD-Öl, glaube ich, bei dir bestellen, richtig? Ja, genau. Wir haben mit heuer, also mit eigentlich gestern, die Zulassung, die EU erste Zulassung erhalten, die es gibt für CBD-Produkte bei Hunden. Die haben wir jetzt durch. Und deshalb bin ich da jetzt ziemlich eingedeckt, was das betrifft, weil auch hier mussten wir natürlich Studien machen und das nachweisen können, dass das so funktioniert, wie was angepriesen wird. Aber wir sind da schon sehr tief in der medizinischen Richtung drinnen, was CBD und Insektenprotein betrifft bei Tieren Ja. generell, also Hund und Katze vorwiegend und Pferden. Okay. Also das geht schon tiefer in die Materie rein. Aber natürlich, oder entweder bei dir nachfragen, was das Insektenfutter betrifft, Wir machen es dann unten in die aber Shownotes rein, natürlich. alle Links und so weiter, ja. Ja, also natürlich kann jederzeit, kann sich wer melden bei uns, also das ist überhaupt kein Thema, wenn es Fragen gibt. Also wir sind offen hier für alle Fragen, weil wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist voll so meine Einstellung und keine Frage ist blöd, ist so. Perfekt. Also das ist so meine Einstellung. Perfekt. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss noch sagen möchtest, was dir wichtig ist in Bezug auf Hundefutter, Hundetraining, ganz egal?
Was mir wirklich wichtig ist, ist, dass die Menschen einfach wieder eine Sensibilität dafür bekommen, die Intuition, Hunde zu beobachten, wirklich zu lesen, zu lernen. Und was die Fütterung betrifft, das Insektenprotein vielleicht mehr voranzutreiben in Zukunft, dass wir mehr Tierleid ersparen, dass auch diese Lobby anfängt umzudenken, nicht auf Masse zu produzieren, die Tiere. Weil wie die Schweine und Hühner zum Teil gehalten werden, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich diese Bilder herzeigen dürfte, die wir alle gemacht haben in diesen Betrieben, würde niemand mehr Schweinefleisch oder Hühnerfleisch essen. Ich schwöre. Die Leute Und wollen sich da aber nicht ist. anschauen. Nein, Wenn man sowas dann leider. herzeigt, Aber dann heißt gleich, warum machst du keine Triggerwarnung drüber oder in der Story oder so? Also, ja. und das sind eben die Themen, Bewusstsein für die Zukunft zu schaffen. Ja. Das ist, diesen Appell gebe ich wirklich allen mit, bewusster zu essen, bewusster zu leben, auch mehr wahrzunehmen und Insekten, das wird die Zukunft sein. Ich denke auch im Lebensmittelbereich. Ja. Also schon langsam zeichnet sich der Trend eher ab. Ja. Und ich muss sagen, es ist lecker. Probiert es einfach mal. Ja, du hast es gekostet, gell, hast du gesagt. Ja, ich koste alles. Ich koste das Hundefutter, ich koste Dosenfutter, ich koste echte Würmer, getrocknete Würmer, also Ach, getrocknete nein, okay, Würmer nein. in Das Leben. könnte ich nicht. Na doch, das habe ich gemacht, weil ich will es ja wissen. Es ist einfach die Neugierde, die mir in die Wiege gelegt wurde. Ja, Ja. Und perfekt. das macht es ja so interessant und man hat auch Spaß dabei. Ich Und höre mir dann an, wie ebenfalls, es schmeckt von dir, aber selbst kosten muss ich nicht. ich schick dir mal ein Röhrchen Würmer zum Essen. Nein, ich krieg da Hund. Ich esse die nicht. Okay. Na, auf jeden Fall auch der ganzen Community, die zuhört. Ich möchte mich bedanken, dass ihr dabei wart. Und ey, super, dass ihr Sarahs Faden tretet sozusagen und sie verfolgt. Da werdet ihr sicher noch total Cooles zu hören und sehen bekommen. Und in diesem Sinne Ich wünsche gebe ich mir euch Mühe. und euren Hunden, wenn Leute dabei sind, die schon Hundebesitzer sind, echt alles, alles, alles Gute für die Zukunft. Und man weiß es ja nicht. Vielleicht wurmt es ja schon im Kopf. Perfekt. Danke, Conny. Gut, ich wünsche euch was. Nur das Beste.